1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Menschen mit Behinderung stehen seit jeher im Mittelpunkt der Arbeit der LWV-Eingliederungshilfe GmbH, die für rund 1.600 Menschen in Baden-Württemberg zuständig ist. Die gemeinnützige Organisation ändert jetzt ab dem 1. Februar ihren Namen in Habila GmbH. Außerdem kommen mit dem Bundesteilhabegesetz einige Veränderungen auf die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und auf die Mitarbeiter der Habila zu. Ein Mensch mit Behinderung soll möglichst genauso am Leben teilnehmen wie ein Mensch ohne Behinderung. Die Leistungen, die er erhält, sollen daher an seine persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Das möchte der Bund mit dem Bundesteilhabegesetz erreichen. Die Rundumversorgung in einem Heim ist deshalb auch ein Modell von gestern. Der neue Name der LWV-Eingliederungshilfe GmbH spiegelt deshalb den stärkeren Fokus auf den Einzelnen wider. Und so kamen wir auf den Begriff Habila, der sich zusammensetzt aus den drei lateinischen Worten habilitare, habitare und laborare, also befähigen, wohnen und arbeiten. Und diese Begriffe sind sozusagen unsere zentrale Handlungsrichtschnur, die unsere Arbeit begleiten. Die Habila GmbH will also die Menschen mit Behinderung dazu befähigen, möglichst selbstständig zu leben und so das Bundesteilhabegesetz möglichst gut umzusetzen. Ganz ohne Hilfe kommen viele der behinderten Menschen allerdings nicht zurecht. Martha Löffler leitet den Bereich Wohnen und soziale Dienste. Sie muss ihre Arbeit nicht allzu sehr anpassen, um den neuen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes gerecht zu werden. Das ist im Prinzip weiterführend, das machen wir seither auch schon dann, aber dann noch konkreter, dass man das auch besser abbilden kann dann und natürlich auch dokumentieren muss und die Entwicklung und die Förderung dann auch feststellen kann beim Klienten, dann, dass er seine Ziele, dann, die er sich steckt, auch erreichen kann. Ein Mensch mit Behinderung soll nicht nur selbstständig wohnen, er soll auch selbstständig arbeiten. Das ist allerdings nicht immer möglich. Dennoch gibt Enrique Herrera sein Bestes, um die behinderten Menschen in einen ganz normalen Job zu bringen. Wir beziehen uns auf die Stärken und Wissen der Klienten. Wir versuchen mit Unterstützung eines Jobcoaches Betriebe zu finden und gemeinsam mit den Fachkräften des Bereiches arbeiten und mit den Klienten versuchen wir dann, den Klienten und die Firmen, also die Firma, zusammenzubringen. Durch das Bundesteilhabegesetz müssen Herrera und sein Team die individuellen Bedürfnisse der behinderten Menschen in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Das sei allerdings sehr gut machbar. Trotz allem Optimismus bedeutet das Gesetz einen Mehraufwand für die Mitarbeiter der Habila. Unter anderem deshalb sucht die Firma dringend nach Fachkräften, vor allem im Bereich der Pflege. Am Dienstag kam es am Bahnhof in Kornwestheim zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein Aufzug am Bahnhof stürzte mit zwei sich darin befindenden Senioren ab. Kurz vor dem Erreichen der Unterführung sackte der Fahrstuhl ab und stürzte rund einen Meter ab. Die 78-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Reutlingen will Stadtkreis werden. Daran hat sich auch nach der Ablehnung des Auskreisungsantrags durch den Landtag Ende Dezember letzten Jahres nichts geändert. Darum hat die Achalmstadt jetzt den nächsten Schritt gemacht. Die Verfassungsbeschwerde ist raus. Vorbereitet hatte die Stadt diesen Schritt ja bereits weit im Voraus, im Herbst letzten Jahres. Jetzt muss sich der baden-württembergische Staatsgerichtshof in Stuttgart mit der Angelegenheit befassen. Eine Gesamtabwägung durch den Landtag sei unterblieben. Schließlich habe der in seiner Debatte sowohl Vollständigkeit als auch Schlüssigkeit des Reutlinger Antrags bestätigt. Dadurch seien die Rechte der Stadt verletzt worden, heißt es in der über 150 Seiten umfassenden Beschwerdeschrift. Mit der Klage will die Stadt die Abgeordneten noch einmal zur genauen Prüfung verpflichten. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.